Hey Kinder, eure Brote sind fertig. Was machst du da? Ich muss nächste Woche zur Reserveübung. Ich schick mein Zeug schon mal los. Wieso? Wirst du mich vermissen? Ja, ja, das werde ich. Aber ich besorg mir so einen winzigen Hund, damit die Nachbarn weiterhin denken, wir wären schwul. Also, ich sollte jetzt noch Socken, Deo und eine Kiste Dottie Lane Salatdressing kaufen. Salatdressing? Das Zeug ist der Wahnsinn. Roll so eine Flasche in eine Höhle in Afghanistan und die Aufständischen kommen mit einer Holzschüssel und einer Gabel in den erhobenen Händen raus. Seid ihr fertig oder was? Ja, bitte. Heute habe ich meine erste Stunde Fahrunterricht. Bald werde ich dich zur Schule fahren, Louise. Wie es aussieht, ist die Zeit des Zweifelns vorbei. Ich muss mich für eine Religion entscheiden. Ich bin so aufgeregt. Autofahren bedeutet Unabhängigkeit, Freiheit und natürlich Ladies. Yep, das sind genau die Gründe, warum ich bei den Marines bin. Das, um was in die Luft sprengen. Hey Leute. Hi. Hey Gary, hör mal, Howard ist hier. Wir kennen uns noch nicht so lange und ich mag ihn wirklich. Bitte mach keine Witze über seinen kräftigen Händedruck. Der kann mir beim Bewältigen gewisser Probleme noch von Nutzen sein. Oh, das ist wichtig. Endlich treffe ich mal den Kerl, der meine Kinder mit Logenplätzen für die Dodgers, mit Designerklamotten und neuen Fahrrädern verdirbt. Kommt er durch die Tür oder soll ich mal im Kamin nachsehen? Hi Tom. Guten Morgen, Louise. Guten Morgen. Howard, das ist Gary und das sein Bruder Mitch. Oh, hey Mitch. Gary, ich hab schon was von Ihnen gehört. Wow, das ist ein starker Händedruck, Howard. Oh, der wird bestimmt mal nützlich sein. Howard ist, er wollte uns abholen, damit wir die Kinder zur Schule bringen. Und dann fahren wir nach Malibu zum Frühstück. Ja, und wir essen auf seinem Boot. Plötzlich ist es okay, im Boot zu frühstücken, aber Hühnchenschenkel in der Wasserachterbahn waren es nicht. Nein, aber du hast es ja geschafft, sie hinter einem Mülleimer zu verstecken und zu Ende zu essen, als die Fahrt vorbei war. Komm, Kinder, ihr müsst zur Schule. Einen Augenblick noch. Tom, Louise, ich habe ein kleines Geschenk für euch, das ihr hier bei eurem Vater lassen könnt. Ach, das ist schon in Ordnung. Die haben hier die Nummer 1 der Spielkonsolen in Amerika. Und weil die Situation durch eure Scheidung so sensibel ist, habe ich eine für hier und eine, die ihr mit zu eurer Mutter nehmen könnt. Das ist spitze! Oh, cool. Das Sport-Ressort-Spiel. Du kannst mit anderen Fallschirmspringern Informationen über eine Insel abspringen. Sie haben nicht zufällig... Ring die Zusatzschwerter für das Fechtspiel! Das ist Ehre! Hey. Howard, danke, aber das ist wirklich nicht nötig. Die Kinder haben genug Spielzeug. Ich muss Nein zu den ganzen Sachen sagen. Tut mir leid. Oh. Was machst du denn? Das ist mir peinlich. Nein, das ist meine Schuld. Ich hätte vorher fragen sollen. Entschuldigen Sie, Gary. Wissen Sie, wenn Sie nicht wollen, müssen Sie das jetzt nicht schleppen. Ich bringe Ihnen das nachher gerne rüber. Danke, Mitch. Schon gut. Hey, ich sehe euch dann später. Wir werden eine Menge Spaß haben. Ich meinte meine Kinder. Na, sie dann auch. Ich darf als Erster. Ja, nein. Du darfst als Erster, wenn das mit deiner Ex-Frau treibt. Was sagt man diesem Needleman-Kerl? Ich meine, der kennt meine Kinder 3 Wochen. Er kauft ihnen Spielsachen, die mir besser gefallen als ihnen. Du regst dich für nichts und wieder nichts auf. Das Videospiel ist total abgefahren. Damit spielt man Tennis, wie man es eigentlich spielen sollte. Von der Couch aus. Mit Bier und Nachos. Ihr wisst, was er macht. Er kauft deine Kinder. Das waren nur ein paar Geschenke. Ach ja? Ich erzähle euch mal eine Anekdote. Ja, auch ich kenne das Wort Anekdote. Vor ein paar Jahren war ich mit einer Frau zusammen, die hieß Viv. Sie hatte ein paar Kinder, 2 Jungs und eine Chica. Curtis, das ist genau der Grund, warum ich dich nie frage, ob du auf unsere Kinder aufpasst. Weiter. Ich mag Viv, wirklich, glaubt mir. Also dachte ich, ihre Kinder müssen mich auch mögen. Was habe ich getan? Ich habe ihnen eine Popcornmaschine gekauft, eine ganz tolle mit Butterwärmer. Das geht dem Ex-Mann natürlich total auf den Keks, aber die Kinder sind so dankbar dafür, dass sie mich die ganze Zeit dabei haben wollen. Also habe ich angefangen, sie von der Schule abzuholen, war mit ihnen Klamotten einkaufen und habe ihnen das mit den Bienen und den Blumen erklärt. Und wie hat mich die kleine Kiana wohl bald genannt? Etwa den Angeklagten? Dad, ich will damit nur eins sagen. Willst du nicht, dass er ihre Liebe kauft? Überbiete ihn. Ach, du musst gar nichts machen, Gary. Er hat nur eine Liebe gekauft, meine. Curtis, antworten Sie auf diese Einladung zur Benefizveranstaltung mit Al Gore. Sie ist für mich plus Begleitung. Sascha, Sie sollten eine Assistentin für diesen Kram einstellen. Curtis, bitte, mein Dad ist in der Stadt, um Al Gore zu unterstützen. Ich bin voll im Stress, weil wir beide eine schwierige Beziehung haben. Mein Dad und ich, nicht Al Gore und ich. Bei Al Gore und mir ist alles okay. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Vielleicht eine Pediküre besorgen, Sie massieren, Ihre Klamotten von der Reinigung holen. Es würde mir nicht im Traum einfallen, Sie um so etwas zu bitten, aber wo Sie es mir schon angeboten haben, danke, Sie retten mein Leben. Oh, hey, Sascha. Hi.
Darf ich Sie was Persönliches fragen? Aber natürlich, da wir uns schon 2 Wochen kennen und Sie hier die Malerarbeiten machen. Klasse, klasse, okay. Als Ihnen Ihr Vater damals so viel Zeug gekauft hat, haben Sie ihn dadurch mehr geliebt? Ja. Hört ihr, Jungs? Man kann die Liebe von Kindern nicht kaufen. Wichtig ist, man ist ein guter Dad. Glaub doch, was du willst. Ich musste den Kindern eine Popcornmaschine kaufen und wenn man den Worten auf meinem Becher Glauben schenken darf, bin ich der beste Dad der Welt. Auf deinem Becher steht aber Fachmann für Frauenkörper. Das bin ich auch. Ja. Spiel, Satz und Sieg. Gut gespielt, Fernseher. Hey, Tommy. Kumpel, wie geht's? Wie war der Fahrunterricht? Der Fahrunterricht? Oh, der war gut, ich meine. Der war furchtbar. Okay, die haben uns ein Video über die Gefahren des Autofahrens gezeigt. Und auf einmal war da so viel Blut. Und die haben geschrien und dann haben sie uns einen Mann gezeigt, der in der Mitte geteilt wurde. Ich will nicht in der Mitte geteilt werden. Ich bin im Alter, wo ich gerade lerne, was mit der einen Hälfte anzufangen. Ja, ganz ruhig, komm her, setz dich. Setz dich. Ich habe sowas auch schon mal im Kampf erlebt. Ein Marine sieht sowas jeden Tag und kriegt das nicht aus dem Kopf. Hier ist die Lösung. Wir müssen dich in ein Auto setzen, bevor das Trauma sich in deinem Gehirn festsetzt, klar? Sonst denkst du beim Autofahren immer an Blut. In meinen Ohren klingen nur noch die Worte Trauma, Gehirn und Blut. Tommy, hör mir jetzt genau zu, was ich dir sage. Du hast leider keine Wahl. Also entweder tötest du die Bestie oder die Bestie tötet dich. Was? Du willst doch sicher nachts die Augen schließen können, ohne den kleinen Tommy ohne Beine und ohne Füße rumtaumeln zu sehen. Ja, das will ich. Ich werde die Bestie töten. Ich mach das. Cool, ich hol schnell was zum Knabbern. Oh, Mann. Ah. Was ist denn? Ah, das ist mein Fingernagel. Zurückgeklappt wie ein Joghurtdeckel. Hier, sieh mal, wie mein Herz das Blut rauspumpt. Oh, wie schlecht! Hallo Leute, wie war das Knoblauchfestival? Oh, ich weiß schon, ich kann's ja riechen. Es war großartig. Die Autofahrt hat 4 Stunden gedauert. Das war schon mal toll. Und dann gab's Knoblauch satt in Brot, in Käse. Es gab sogar Knoblauch-Eiscreme. Das war der Hammer. Toll. Naja, das war ganz eklig. Warum eine Knoblauchzehe wie eine Kirsche drauflegen? Ich meine, wir haben's kapiert. Aber die Leute zu beobachten hat doch Spaß gemacht, oder? Ja, der Typ, der wie eine Knoblauchzehe verkleidet war, hat mich angestarrt und gefragt, ob ich ins Fitnessstudio gehe. Das kann einem überall passieren, auf einem Knoblauchfestival sowie auf einer Privatjacht. Das passiert auch an anderen Orten, wo reiche Leute für gewöhnlich hingehen. Was? Dass du sie zu einem Gratisfestival mitgenommen hast, hat doch hoffentlich nichts mit Howard zu tun, oder? Nein, ich wollte den Kindern nur beweisen, dass man sich auch amüsieren kann, ohne ein reicher Angeber zu sein. Weißt du was? Gary Howard möchte, dass die Kinder ihn leiden können. Und ich mag ihn wirklich. Würdest du ihm bitte eine Chance geben? Nein, weil er sie andauernd verwöhnt. Ich versuche schon seit Jahren, ihre Erwartungen runterzuschrauben, klar? Gary! Der Kerl wird all das ruinieren, weil er ihnen genau das schenkt, was sie haben wollen. Komm schon, ich will auch nicht, dass sie verwöhnt werden. Aber wenn Howard ihnen ermöglicht, lustige und neue Erfahrungen zu sammeln, die unseren Geldbeutel übersteigen. Was ist denn daran schlimm? Was daran schlimm ist, dass du dadurch Kinder kriegst, die sich später von Paparazzis unterm Rock fotografieren lassen. Oder mit kleinen Chihuahuas im Täschchen rumlaufen. Tom ist sowieso manchmal eigenartig. Weißt du was? Ich glaube, du fühlst dich ein bisschen unsicher und bedroht durch meinen neuen Freund. Was? Ja. Ich? Nein. Mhm. Ich fühle mich durch ihn nicht bedroht. Ich habe Mitleid mit ihm. Wie im Weißen Hai, als Quint langsam ins Maul des Weißen Hais abrutscht. Ja, hi, Liebling. Oh, ist mir schlecht. Hey, Mom, Tom blockiert die Dusche. Darf ich deine benutzen? Oh, hi, Howard. Hey, Louise, genau deinetwegen bin ich hier. Ich habe gehört, dass du bald Geburtstag hast. Wenn du schon was vorhast, sag's ruhig. Aber deine Mutter sagt, du bist ein großer Fan von Yo-Yo Ma. Ich bin die Präsidentin der Yo-Yo Maniacs. Und wie es der Zufall so will, kenne ich Mr. Ma. Und da dachte ich mir, es wäre interessant für dich, in meinen Privatjet zu steigen, nach New York zu fliegen, sein Konzert zu besuchen und sich danach mit ihm zu treffen. Ehrlich? Das wäre schön. Danke. Gern geschehen. Moment, warte bitte. Moment, Gary, hast du was dagegen? Was? Wegen der Yo-Yo Ma-Sache? Das ist doch egal. Ja, hier, okay. Es ist folgendes. Es wäre möglich, dass es etwas mit meinen Plänen kollidiert. Ich weiß, du magst Yo-Yo Ma, aber ich kenne jemanden, den du auch noch sehr magst. Und deshalb habe ich dafür gesorgt... Okay, der ehemalige Vizepräsident Amerikas, Al Gore, wird dich hier bei mir an deinem Geburtstag anrufen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Danke, Dad. Danke.
Al Gore, Gary? Ehrlich? Ehrlich. Woher kennst du Al Gore? Die Frage müsste auch eher lauten, woher kennt Al Gore mich? Okay, Gary, woher kennt Al Gore dich? Das ist die Frage. Ich meine, Louise hat den Kerl tatsächlich umarmt. Sie hat ihn umarmt. Da habe ich mich daran erinnert, dass Sascha zu dem Al Gore-Event geht und ihr gesagt, er ruft sie an ihrem Geburtstag an. Das ist gut, das ist gut. Dir ist was Besseres eingefallen als Needlemans blödes Geschenk. Du hast ihn übertroffen. Jetzt hast du wieder Oberwasser. Du hast recht, Curtis. Der perfekte Plan. Bloß, dass ich Al Gore gar nicht kenne. Der ist doch für diese Benefizveranstaltung hier. Ruf ihn einfach im Hotel an. Ach, was meinst du, wo er wohnt, Mitch? In der Hey, alle Irren der Welt, ruft mich doch mal an. Ich bin's, Al Gore, und ich wohne in der Hier bin ich Suite. Nein, ich glaube, er ist wohl eher im... Entschuldigung, ich wollte meinem Bruder nur aus der Patsche helfen, in der er steckt, Hotel. Nein, er ist im Regent Beverly Wilshire, wo die Sache auch stattfindet. Was soll's, ich ruf ihn an. Seht euch mal die Sonntagsbrandspeisekarte an. Da gibt es sogar Crepe. Ruf mich bloß nicht Sonntag an. Al Gores Zimmer, bitte. Al? Hier ist Mitch. Mitch Brooks. Ja, echt? Was für ein Sandwich? Ist nur ein Witz, ist die Warteschleife. Also bilde ich mir das nur ein oder macht hier jeder Pause, wie er will? Ich überlege mir nur gerade, was ich meiner Tochter zum Geburtstag schenken soll. Oh, witzig. Die Leute, die die Toiletten reparieren, überlegen das Gleiche. Ehrlich? Nein, sie reparieren die Toiletten. Hey, Curtis, wenn was ist, ich bin in der Bar gegenüber. Dann hole ich meinen Vater vom Flughafen ab und fahre mit ihm zur Benefizveranstaltung. Warum gehen Sie in die Bar? Weil ich meinen Vater abhole und mit ihm zur Benefizveranstaltung fahre. Ach, die werden mich nie zu ihm durchstellen. An den kommt keiner ran. Wisst ihr noch, früher ist Abraham Lincoln auf der Straße rumgelaufen. Man konnte auf ihn zugehen und ihm dann die Hände schütteln. Oder ihn im Theater treffen. Ja, wer wollte, konnte ihn treffen. Na dann, ich weiß, was ich mache. Ich schleiche mich in die Al Gore-Veranstaltung. Ich gebe mich für Saschas Begleitperson aus. Ich gebe Al Gore einen Zettel, dass er meine Tochter anrufen soll und hoffe, dass er mir den Gefallen tut. Nein, 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 das ist eine blöde Idee. Ich erzähle euch mal eine Anekdote. Da gibt es zwei Anekdoten zum Preis von einer, okay? Ich bin vor einer Weile mal ins Kino gegangen, um mir Rush Hour 2 anzusehen. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht noch einen zweiten Film? Lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben mir mein Popcorn abgenommen, meinen Schokodrink konfisziert und mich rausgeworfen. Klar? Ich musste hungrig und gedemütigt nach Hause laufen. Und mich fragen, wen Bridget Jones genommen hat. Er hat recht, Gary. Es ist riskant, fast unmöglich. Ich bin dabei. Was? Nein, das ist nett, aber das würde nur funktionieren, wenn zwei Begleitpersonen. Mitch, es sind nicht zwei, es ist nur eine Person. Ich gehe also allein. Na toll, stolpert ohne militärische Erfahrung in eine Sache rein, von der er überhaupt keine Ahnung hat. Weißt du, wie wir Marines sowas nennen? Infanterie. Danke, dass du mich mal fahren lässt, Onkel Mitch. Siehst du, wie sicher das ist? Kein Blut, keine Innereien. Eine ganz ruhige Spritz du zum Postamt, damit die mir meine Sachen zur Basis befördern. Toll, dass du dir einen Humvee geborgt hast. Ich fühle mich wie die Kardashian. Ja, ein Sergeant vom Camp Pendleton hat mir für diese Kiste Salatdressing geliehen. Weißt du, hier drin verspürt man das Gefühl von Macht. Du solltest mal da oben das Maschinengewehr ausprobieren. Mal ein paar Ziegen abknallen, auf liegen gebliebene Laster schießen. Da wird aus deiner Jeans ein Zelt. Mensch, der Typ will mich überholen. Was soll ist ich jetzt machen? Ist schon gut, ist schon gut. Lass ihn einfach vorbei, lass ihn einfach vorbei. Siehst du, da fährt er. Denk einfach daran, warum das Autofahren so toll ist. Es ist die Unabhängigkeit, die Freiheit. Die heißen jungen Mädchen, die ihre Eltern belügen, sich aus dem Haus schleichen, um sich irgendwo mit dir auf dem Burger zu treffen. Onkel Mitch, Mitch! Sie hoffen, dass du ihre engen Pullis bemerkst, aber gleichzeitig haben sie Angst, dass sie wie Schlampen wirken. Onkel Mitch, der will einen aus der Parkliste raus. Der will ausparken. Was soll ich machen? Bremse! Oh nein, ich bin halbiert worden. Ich bin halbiert worden. In der Mitte durchgestellt. Oh nein! Oh, ist doch alles gut. Beruhige dich, Tommy. Tommy. Das ist nur Salatdressing. Ich werde... Was? Das ist Salatdressing. Es ist nichts passiert. Es ist nur Salatdressing. Ja. Oh, das ist nur Salatdressing. Das ist gut. Das ist Salatdressing. Ah,
wie geht's? Was kann ich für Sie tun, Sir? Ein Bier, bitte. Wann wird denn Al Gore kommen? Der wird bestimmt bald hier sein. Gut, was schulde ich Ihnen? Das ist umsonst. Das ist bei solchen Anlässen üblich. Oh, ja, ich weiß. Ich meinte, das Trinkgeld jetzt, wo ich sehe, wie unhöflich Sie sind. Vergessen Sie's. Ein Ahi-Thunfisch-Lollipop, Sir? Haben Sie mir einen Fisch-Lollipop angeboten? Das ist Thunfisch-Sushi, Sir. Das ist schon okay. Ich warte auf den Typen mit den Lachs-Kaviar-Donuts. Ach du meine Güte. Gary! Oh, Needleman, was ist? Hey, ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie neulich Al Gore erwähnt haben. Das hat Ellie und mich dazu gebracht, hierher zu kommen und uns zu engagieren. Aber Sie hätte ich hier nicht erwartet. Das ist schön, aber hören Sie, Allison darf unter keinen Umständen... Ellie, sieh mal, wer hier ist. Das ist Gary. Hier steht er. Gary, was machst du hier? Ich lerne was über unsere Umwelt und trinke ein paar Biere. Wieso haben wir dich hier reingelassen? Was meinst du? Oh, tut mir leid. Ich meinte, wieso haben wir dich hier reingelassen? Gary, du kannst dir sowas hier gar nicht leisten. Allison, das ist unser Planet. Ich kann es mir nicht leisten, nicht herzukommen. Na, weißt du was? Ich werde dir in den Kehlkopf boxen, wenn du mir nicht sagst, was du hier machst. Na gut, hör zu. Mein Boss, sie ist cool und hübsch, hat mich mitgenommen. Sie dachte, es wäre lustig in meiner Begleitung. Jetzt weiß ich, dass du lügst. Die Wahrheit ist, du kommst nicht damit klar, dass es einen neuen Mann im Leben deiner Kinder gibt. Na schön, von mir aus soll Al Gore Louise anrufen. Das wird an der ganzen Sache nichts ändern. Howard wird bei uns sein. Was ist denn daran so schlimm? Er ist ein unheimlich netter Mensch. Okay, dann werde ich es dir mal erklären. Louise ist meine Tochter, ja? Und seit Jahren hat sie mich immer so angeblickt, als wäre ich der Typ, der Himmel und Hölle in Bewegung setzen kann. Und ich lasse mir keinen Typen im Anzug, der Jojoma aus dem Ärmel schüttelt, diesen Blick wegnehmen. Das ist mein Blick. Ich habe ihn mir verdient. Gary, keiner wird dir diesen Blick wegnehmen. Da hast du recht. Da hast du verdammt recht, weil ich nicht eher gehe, bis ich Al Gore einen Zettel gegeben habe. Ich werde nicht eher gehen. Was soll das bedeuten? Meine Begleitung ist schon hier. Ach du meine Güte, ich muss gehen. Was? Versteck mich! Zum ersten Mal wünsche ich, dein Hintern wäre größer. Was? Meine Damen und Herren, der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Al Gore. Oh, gut, gut. Hey, Gore, ich hab hier er was hat für eine Sie. Waffe! Hey, Leute, ist das wirklich nötig? Der hat doch noch nicht mal gewonnen. Seien Sie still. Schaffen Sie ihn raus und sperren Sie ihn ein. Ja, Sir. Ich hab ja gesagt, du wirst mich brauchen. Hier, bitte, Louise. Wow. Du willst das Cello wirklich nach New York mitnehmen? Ja, weil Jojo mal signieren soll. Gut, das ist eine lange Strecke, nur damit so ein Typ seine 6 Buchstaben draufkritzeln kann. Hier, bitte. Hey, fühlst du dich wieder gut? Ich meine, seit der Sache mit dem Dressing? Oh ja, jedenfalls so lange, bis mir gestern jemand Dressing in meinen Salat gemacht hat und ich im Krankenzimmer aufgewacht bin neben dem Jungen, der zu tief in der Nase gebohrt hat. Ich bin stolz auf dich, Tommy. Du hast viel dazugelernt. Früher warst du dieser Junge. Dich da einzuschleichen war die dümmste Sache, die du je im Leben gemacht hast. Das schließt auch die Krabbe ein, die du dir damals auf die Brustwarze gesetzt hast. Oh ja. Wirst du das denn nie vergessen? Nach 5 Minuten ließ die Krabbe wieder los. Was wirst du ihr sagen? Ich sag ihr die Wahrheit. Hi, Liebling. Ich hab's leider nicht geschafft, dass Al Gore dich zu deinem Geburtstag anruft. Es tut mir leid, ich weiß, dass du jetzt enttäuscht bist. Ehrlich? Ja. Aber hey, das hier hatte ich ursprünglich für dich. Das ist ein Foto von uns beiden an dem Strand, wo wir auf dem Felsen saßen und lachen mussten, weil die Delfine aussahen, als würden sie lächeln und wir ihnen zugewunken haben, weißt du noch? Wie könnte ich das je vergessen? Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Ja, für mich auch. Danke, Daddy, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, meine Kleine. Louise, Schatz, wir können nach New York ein anderes Mal fahren. Weißt du, wenn du mit deinem Vater hier Geburtstag feiern willst, kannst du das gerne tun. Oh, ich... Nein, hör zu. Fahr nach New York. So eine Gelegenheit hat man nur einmal im Leben, okay? Und sag Jojo, ich hab Jo gesagt. Klar? Klar. Na gut, aber das Wichtigste ist, du musst nett zu Mr. Needleman sein. Das ist eine tolle Sache, die er da macht. Ja. Jetzt aber los. Ich möchte gerne ein bisschen früher am Flughafen sein. Wieso? Das ist ein Privatjet. Du steigst direkt ins Flugzeug. Ich weiß, ich will nur von der Bar aus zusehen, wie sich normale Passagiere abstressen. Na komm, Louise. Hm? Oh, hey, hallo? Warten Sie kurz. Es ist Al Gore. Oh, ehrlich? Oh, hallo. Ja, hier ist Louise. Hallo, Mr. Gore. Danke, Daddy. Du bist der Größte. Hi. Ist das der Blick? Ja, das ist mein Blick.
Ja, wie hast du das geschafft? Keine Ahnung, irgend so ein Secret Service-Typ muss Al Gore im richtigen Moment den Zettel zugesteckt haben. Wissen Sie was, Mr. Gore? Ich fliege nach New York in einem Privat... Ich fahre dahin in einem energiesparenden Hybridauto.